Also, wie wir letzte Woche schon so ein bisschen geteasert haben, geht es heute um unseren Zusammenbau von Knopfzellen, und zwar das Ganze automatisiert. Knopfzellen kennt ihr wahrscheinlich alle aus so, ja, Batterien in verschiedenen Uhren oder für den Fotoapparat. Das sind diese 3 Volt, meistens heißen sie dann CR oder ML2032. Und diese Bezeichnung ML steht in diesem Fall für Mangan in der Kathode, beziehungsweise es gibt CR, das ist dann, sind dann noch andere Zusammensetzungen. Und diese Zahl von 2032 steht halt in der Regel dafür, wie breit, also 20 mm, und wie hoch, nämlich 3,2 mm das Ganze ist. Deshalb so diese ganzen neuen Batterien, die zum Beispiel in Autos verbaut werden, haben dann immer größere Formfaktoren, weil es dann ein bisschen besser ist im Sinne dessen, wie viel Energie man halt in so eine Batterie hat. Automatischer Zusammenbau von Knopfzellen ist deshalb interessant, da wir relativ lange für diese Experimente brauchen, also wir eher etwas parallel machen wollen, weil dieser andere Aufbau, den ich letzte Woche gezeigt hatte, der läuft tatsächlich sequenziell ab. Das heißt, wenn ein Experiment eine Viertelstunde braucht, naja, dann kann das andere erst nach 15 Minuten erfolgen. In diesem Fall haben wir tatsächlich Experimente, die 3 bis 4 Monate brauchen können, wenn man jetzt richtig langsam und sozusagen sehr sorgfältig eine Batterie belädt oder entlädt. Na, deshalb müssen wir halt viele gleichzeitig machen, um das parallel zu betreiben. So eine Knopfzelle besteht im Prinzip aus, naja, recht wenigen Teilen. Und zwar, man hat halt einmal so ein Anoden-Cap, da hat man nochmal so ein Kathoden-Cap, und die baut man jetzt halt einfach zusammen. Das ist halt in diesem Fall hier schon so halb zusammengebaut. Man hat hier diese eine Seite, hier so eine andere Seite, und man müsste sie jetzt einfach nur zusammenlegen. Natürlich ist das noch keine Batterie. Was man halt braucht, ist eine Anode und eine Kathode. Anode und Kathode sind im Prinzip einfach 2 Folien. Die lege ich hier mit rein, dazwischen noch einen Separator, weil ich sonst sozusagen einen Kurzschluss generieren würde. Und dann haben wir in der Regel hier noch so eine kleine Platte. Die lege ich da oben drauf. Das ist so ein, nennen Sie dann Spacer, ja, um einfach einen Abstand zu halten, weil meistens ist dieser Gesamtaufbau ein bisschen zu breit. Und dann habe ich hier noch einen, eine Feder. Tatsächlich steht auch drauf, genau, Stainless Steel Spring. Und zwar sieht das Ganze so aus. Man hat hier so einen Ring, der, ich hoffe, man sieht das in der Kamera so halbwegs, ein wenig verformt ist. Und zwar würde ich jetzt von oben drauf drücken, dann funktioniert das Ganze wie so eine Feder. Jetzt baue ich das alles hier so zusammen. Ich baue das mal so ganz schnell ohne Anode und Kathode oder Elektrolyt zusammen. Dann hat man so etwas und dann packt man das ganze Teil hier an die Seite in so einen Crimper. Wenn man den berühmten Hydraulic Press Channel gesehen hat, es ist genau das gleiche, nur in klein. Man hat hier auf meiner Seite hier vorne, ich kann das versuchen mal umzudrehen, das ist natürlich schwer wie Hulle. Jetzt haben wir hier tatsächlich auch sogar schon so eine kleine Knopfzelle drin, und die man jetzt sozusagen zusammenbauen könnte, und die legt man dann hier halt rein. Drückt auf den Knopf, die hydraulische Presse presst das Ganze mit ungefähr 10 Tonnen zusammen, und man kriegt dann hier so ein paar, wir haben hier so ein paar Tests schon gemacht, dann hat man hier nachher so eine richtig schöne Batterie, die zusammengekrimmt ist. Der Vorteil dieser kleinen Batterien, wenn die so zusammengekrimmt sind, ist halt, wir haben einen Anpressdruck von 10 Bar. Sprich, selbst wenn uns die Batterie tatsächlich mal explodieren sollte, dann ploppen die nur so ein bisschen auf, und das ist relativ sicher. Also bisher ist noch keine Knopfzelle bei uns im Labor abgebrannt oder sonstiges. Sehen halt dann nicht so ganz so sicher aus, dann müssen sie speziell entsorgt werden. Zurück zum Zusammenbau dieser ganzen Knopfzellen. Wir haben hier auf so einem, auf so einer Linearschiene, die extra flach ist, haben wir einen Roboter sitzen. Hier dieses blaue, das ist mit einem 3D-Drucker so ein zusammengebauter Adapter. Und jetzt fahren wir hier mit diesem Roboter an verschiedene Positionen. Da läuft auch derzeit eine Masterarbeit dazu, wie man jetzt diesen Greifer so ein bisschen optimieren kann. Ich hatte mir da mal was im März überlegt, wie man das machen kann. Allerdings, ich sag mal, er greift in 80-90% der Fälle, das reicht nicht aus, wir müssen mehr so in Richtung 100%, wir sollen 99% kommen. Und genau, die Idee ist halt einfach, wir haben hier so eine Art Kaskade, wo wir ein Lager haben an verschiedenen Bauteilen. Der Roboter greift einfach die einzelnen Teile, legt sie auf so einem kleinen, ja, Altar, nenne ich das dann halt immer, zusammen. Dann packen wir diesen kleinen Mini-Altar hier in diese hydraulische Presse, nehmen das Ganze dann heraus
und packen es dann in den Batteriezykler. Der Batteriezykler steht ganz drüben, da gehen wir jetzt mal rüber. Also, das ist unser Batteriezykler. So ein Batteriezykler ist nichts anderes als ein kleiner Stromgeber mit der Möglichkeit, eine Spannung zu messen. Wir haben hier insgesamt 64 Kanäle. Jeder dieser Kanäle verfügt hier über so ein paar Käbelchen. Über zwei Kabel kann ich den Strom geben, über zwei Kabel messe ich die Spannung. Je nachdem, wie ich es jetzt halt miteinander verbinde, kann ich jetzt eine Batterie beladen oder entladen. Wie das dann tatsächlich aussieht, ist tatsächlich zusammengebaut. Hier haben wir diese kleinen Knopfzellen in so einem Halter drin und können das Ganze jetzt beladen und entladen. Das Ganze, in diesem Fall, brauche ich jetzt tatsächlich 120 Stunden, um einmal eine Batterie zu laden und zu entladen. Der Grund ist, dass wenn wir es besonders langsam beladen und entladen, wir ein paar weitere Prozesse sehen, die man sonst nicht sehen würde. Es ist hier zum Beispiel gerade tatsächlich auf dem Bildschirm gezeigt, so eine Kurve von einer dieser Batterien. Und hier sieht man sehr schön, am Anfang habe ich eine sehr hohe Batteriespannung, die dann rapide abfällt, und immer diese kleinen Knicke sind halt gerade dann sozusagen die Punkte, wo so eine Batterie anfängt, den Interkalationsmechanismus oder den Insertationsmechanismus ein bisschen anders zu fahren. Also ganz schnell zum Zusammenbau von so einer Knopfzelle. Naja, man hat halt einmal sozusagen die untere Seite, das war dieser kleine Cup, den ich gezeigt habe, da hat man hier noch so eine obere Seite, wo man das Ganze dann zusammenpacken möchte. Dazwischen hat man dann in der Regel noch so einen O-Ring, das ist jetzt so ein Querschnitt quasi. Dann lege ich hier rein meine Kathode bzw. Anode, dazwischen den Separator, das ist so eine Papierfolie, und dann darüber dann meine Anode oder Kathode, je nachdem wie rum ich das Ganze zusammenbaue. Dann befülle ich das Ganze noch mit Elektrolyt, das ist halt eine Flüssigkeit, die erlaubt, dass die Ionen sozusagen von der einen Seite zur anderen Seite wandern können. Ich habe hier noch in der Regel dann so eine Art Spirale, die das Ganze noch ein bisschen zusammendrückt, damit die Anode und Kathode richtig schön in Kontakt miteinander sind. Dann krimpe ich das Ganze zusammen und habe dann halt meine Gesamtbatterie, die, wenn das so eine CR2032 ist, das sagt dann, wie gesagt, dass das 20 mm im Durchmesser sind und 3,2 mm in der Höhe. Und alle anderen Batterien folgen diesem Format. Wenn ich jetzt so eine, 4864 Batterie hätte, die sind dann meistens so zylindrisch. Das sagt dann halt auch einfach nur, wie groß so eine Batterie ist. Tatsächlich verbraten wir auf diesen Batterien natürlich relativ viel Volumen und relativ viel Gewicht für das gesamte Housing. Ja? Denn man kann sich überlegen, auch wenn das Ganze hier aus Aluminium gefertigt ist, also diese verschiedenen Cups hier, wenn die jetzt aus Aluminium sind, ist natürlich das Gesamtgewicht des Aktivmaterials, also tatsächlich da, wo wir Lithium oder Natrium oder Magnesium-Ionen hin und her tatsächlich bewegen, ist im Vergleich eher weniger. Weshalb tatsächlich man dann nachher so eine Geschichte hat, dass wenn man in so einer Batterie die Anode oder die Kathode sogar um den Faktor, sagen wir, 100% verbessern würde, in der sozusagen Kapazitätssteigerung von so einer Batterie, das nicht besonders viel ist. Das sind dann meistens, hat dann meistens so einen Faktor von einem Achtel, wie man das dann für die Gesamtbatterie verbessern kann. Ist ein bisschen traurig, aber deshalb müssen wir einmal natürlich unsere Materialien richtig gut verbessern und wir müssen halt so ein bisschen die Ingenieurswissenschaften hier mit einbeziehen, um den Gesamtformat oder die Gesamtgröße dieser Batterien zu optimieren. So, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht es dann um unsere Pipettierroboter. Dann kann man auch tatsächlich mal so ein bisschen unsere Roboter in Action sehen. Die sind nämlich relativ schnell und können ganz viele Formulierungen zusammen machen. Tatsächlich kann man diese Roboter auch dafür einsetzen, PCR-Tests zu machen. Die kommen nicht tatsächlich aus der Biologie.